Beim heutigen Quick Fix geht es darum, wie du in Zukunft längere Drives schlagen wirst, indem du mehr Roll bekommst, indem du deinen Backspin, deinen Rückwärtsstrahl reduzierst. Zuallererst ist mal wichtig zu wissen, dass jeder Ball Rückwärtsstrahl hat, also auch wenn du ihn mit dem Driver schlägst. Pass allerdings auf, dass dein Eintreffwinkel nach oben geht. Dazu gibt es bestimmte Drills, dazu möchte ich gleich ein Video verlinken. Und pass weiters darauf auf, dass deine Schlagfläche in der Delivery Position nach unten sieht. Denn sieht die Schlagfläche hier nach unten, wirst du im Impact deine Hände vor den Ball bringen, was dazu führt, dass du deinen dynamischen Loft reduzierst und was dazu führt in weiterer Folge, dass du eben weniger Backspin haben wirst. Und mit weniger Backspin wirst du dann deinen Drive bestimmt weiterschlagen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.